Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange True Colors. So, ich schau gerade nochmal nach. Ne, wir können hier sonst erstmal nichts machen tatsächlich. Müssen immer noch Ryan finden? Mac finden, nicht Ryan. Ne, ne, des Blumenlandes. Okay, hier waren wir. Dort kommen wir, glaube ich, erstmal nicht weit. Also, obwohl, wir kommen, glaube ich, auch von der anderen Seite nicht hin. Hm? Schauen wir mal. Das ist halt die Frage, wie nah das alles am Blumenland noch ist. Wie weit kann ich denn? Hier ist ja nichts. Noch hier rüber. Ah, da ist. Na gut. Natürlich da, wo ich zuletzt schaue. Okay. Na dann, Mac. Ich bin sowas von am Arsch. Du kannst dich nicht ewig vor mir verstecken, Mac. Wahrscheinlich. Fuck. Na dann los. Okay. Mac? Alex, lass uns jetzt bitte nicht. Ich will, dass du mir erklärst, was mit Gabe geschehen ist. Was? Mir die Freundin wegzunehmen, reicht dir noch nicht? Jetzt willst du mir auch noch den Tod von Gabe anhängen? Ich versteh's. Er starb während deiner Schicht und du schiebst Panik. Aber du musst auspacken. Bitte. Ich hab dir nichts zu erzählen. Mac, komm schon. Er war mein großer Bruder. Ich kann nicht. Etwas macht ihm eindeutig Angst. Wenn ich ihn nur irgendwie provozieren könnte. Was Riley mir erzählt hat, könnte reichen. Aber falls ich noch etwas zu erledigen habe, sollte ich das besser jetzt machen. Okay, dann mal los. Deine Ex-Freundin hat mir von deinen Plänen erzählt, die Stadt zu verlassen. Unschuldige tun so etwas nicht, Mac. Es ist nicht... Ich habe wirklich nichts getan. Lass mich in Ruhe, verdammt! Ich kümmere mich später um Mac. Erstmal sollte ich so viel wie möglich in Erfahrung bringen. Okay. Teufel zieht alles. Alles. Die ganze Stadt gehört. Ja, warum überwachen die das alles? Ich habe Mac in dieser Straße gesehen. Ist das zu Riley gelaufen? Mac hat das Gefühl, alle würden ihn anstarren. Ah ja, gut, oder wir sind jetzt halt quasi, haben die Gefühle von Mac. Alle denken, ich hätte ihn getötet.
Sie hassen mich. Mhm. Sehr aussagekräftige Schilder. Oder Zeitungsartikel eigentlich eher. Das ist so unfair. Ich habe überhaupt nichts getan. Das ist, glaube ich, das Problem bei der ganzen Sache. Dass du eben nichts getan hast, um diese Sprengung aufzuheben. Hätte es doch bloß nicht getroffen. Alex? Nein, da draußen sind Leute, verdammt! Ich hab doch gesagt, dass wir es abblasen müssen. Wie die mich auf der Trauerfeier angesehen haben, die denken, ich habe ihn sterben lassen. Ich weiß, warum du lügst. Typhon zwingt dich, den Anruf von Gabe zu leugnen. Verdammte Scheiße. Ich weiß, du hast versucht, es zu verhindern. Sie haben Scheiße gebaut, nicht du. Hör auf, für sie zu lügen. Du checkst es nicht. Das war kein stinknormaler Unfall. Ich hab denen gesagt, dass ihr da unten seid und die haben trotzdem gesprengt. Absichtlich? Warum? Ich weiß es nicht. Ich schwör's. Und dann bekam ich die Nachricht, dass ich bestreiten soll, dass jemand angerufen hat. Du musst mir glauben. Gabe und ich, wir waren keine besten Freunde, aber ich wollte nicht, dass er stirbt. Jetzt beobachtet mich Typhon. Meine Freundin denkt, ich sei ein Mörder. Alle meine Nachbarn hassen mich. Was zum Teufel soll ich denn jetzt tun? Ich könnte ihn beruhigen. Aber hat er das wirklich verdient? Du verdienst alles, was du abkriegst. Was? Vielleicht hast du ihn nicht umgebracht. Aber du hättest etwas unternehmen können. Du hättest auf der Trauerfeier etwas sagen können. Oder der Polizei erzählen können, was passiert ist. Und du hast es nicht getan. Ich hätte keine Wahl. Man hat immer eine Wahl. Ich hoffe, dieses Gefühl erdrückt dich. Hey. Ja. Können wir reden? Wo bist du? Okay.
Du hattest recht. Mit Typhon und Mac. Alex. Mac erhielt den Anruf. Woher weißt du das? Er erhielt den Anruf und hat gelogen. Ist doch egal. Jemand übt Druck aus, damit er still bleibt. Jemand von der Mine und er ist... Es ist egal! Ich komme immer wieder her. Und gehe alles durch. Aber es endet immer auf dieselbe Weise. Ryan. Er ist tot. Er ist wirklich tot, Alex. Es ist meine Schuld. Ich sorge für die Sicherheit der Leute. Und ich habe versagt. Ryan. Ich verdanke dir mein Leben. Sie versteht das nicht. Ich habe sie darüber laufen lassen. Ich habe Gabe in Gefahr gebracht. Ich bin kein Held. Ich bin ein Feigling. Ein absoluter Versager. Du warst heute mutig. Und bist es jetzt. Ich war noch nie so mutig. Ist doch egal. Gabe ist tot. Meinetwegen. Gabe, es tut mir so leid. Gabe hat dich geliebt, Ryan. Er würde dir vergeben. Das weißt du. Du bist nicht allein. Gorilla-Kostüm? Springt der auch von der Klippe und in den Pool? Nein, nein, der jagt einen Typen im Bananenkostüm. Und der Typ springt von der Klippe und in den Pool. War das ein mexikanisches Restaurant? Nee, nur vom Namen her. Das Essen ist, naja, grauenvoll. Aber Gabe liebt den Laden. Er ist der älteste 12-Jährige, den ich kenne. Kann ich dich was fragen? Natürlich. Du bist doch hergekommen, um mir zu sagen, dass ich recht hatte. Wegen Mac und dem Anruf. Woher wusstest du es? Es gibt etwas, das du über mich wissen solltest. Und es ist leichter, es dir zu zeigen, als es zu erklären. Es wird etwas
Seltsam. Und dann so richtig. Vertraust du mir? Okay. Denk an etwas, das dich so wütend macht, dass du einfach schreien willst. Konzentrier dich, bis du es fühlst. Das vergeudete Potenzial. Du bist wütend für mich, für Ethan, für Charlotte, für jeden, dem eine Zukunft mit Gabe einfach so gestohlen wurde. Oh, ich wünschte, du hättest dort sein können. Mit niemand anderem hat Rumhängen so viel Spaß gemacht. Mann, das eine Mal... Woran auch immer du denkst, genau jetzt. Hör nicht auf, okay? Mach weiter. Okay. Welche Emotion ist das? Muss eine schöne Erinnerung sein. Ob ich das irgendwie zusammensetzen kann? Schauen wir mal. Gabe, ganz. Ich sehe sie. Sie wird sich bewegen. Sie bewegt sich nicht. Sie wird sich bewegen. Gabe! Okay. Schaufel? Wie tief? Tiefer als das. Die Mounties erkennen ein Gänsegrab auf hunderte Meter Entfernung. Die Mounties? Oh, ist das dein Ernst? Es tut mir leid. Es tut mir leid. Wie lange wolltest du mich buddeln lassen? Na, du hast dich so schön reingehängt. Oh, das ist eine Menge Blut, oder? Gabe, das ist ernst. Eine Kanada-Gans zu töten, verstößt gegen internationales Recht. Sei still, das ist keine. Das sind Kanada-Gänse, Gabe. Eigentum der Krone. Der Krone von... Eigentum der Krone, Gabe. Was machen wir jetzt? Also, habt ihr die Gans beerdigt oder nicht? Okay, und dann Eigentum der Krone? Echt? Naja, genau genommen schützt sie tatsächlich das Abkommen zum Erhalt der Wandervögel. Aber wie? Also, ich glaube, ich... habe diese Kraft. Ich kann die Emotionen anderer Leute sehen.
Sie erscheinen mir wie eine Aura. Und wenn ich ihnen zu nahe komme, dann fühle ich, was sie fühlen. Als fühlte ich es selbst. Und wenn ich mich konzentriere, verstehe ich sogar den Grund. Und das hast du jetzt gerade gemacht. Mit mir. Puh. Krasse Superkraft. Ohne Scheiß. Es waren bisher immer nur die schlechten Emotionen. Aber das war pure Freude. Wer weiß noch davon? Gabe. Aber wie es jetzt aussieht, nur du. Deswegen weiß ich, dass Mac Angst vor Typhon hat. Er meldete Gabes Anruf, aber sie ignorierten es. Jetzt zwingen sie ihn dazu, dich zu halten. Okay, aber wieso? Weiß ich noch nicht. Jemand hat entschieden, die Explosion stattfinden zu lassen. Herauszufinden, wer, wäre schon mal ein guter Anfang. Also, legst du dich mit Typhon an? Ich kann dir helfen. Das musst du nicht. Jetzt hast du mich am Hals. Ja, klar. Gern geschehen. Ja. Danke. Vielen Dank. Nein. Danke dir. Das hier ist für dich, Gabe. Ich vermisse dich. Ich habe heute Morgen nichts gesagt. Ich konnte es nicht. Zu hören, wie alle von ihm erzählten. Von dem Leben, das er hier hatte. Mit euch allen. Ich habe meine Chance darauf verloren. Und obwohl ich nur einen Tag mit ihm hatte, hat er mein Leben verändert. Ich sagte, ich wüsste nicht, ob ich hierher gehöre. Er sagte mir, ein Zuhause findet man nicht einfach. Man baut es auf.
dich lieb, Gabe. Miss all the ways you made me smile. How do I show you that I'll survive all of these trials? So, kein Absturz, wie schön. Ja, überraschend, überraschend. Okay, in der wenigen, ja gut, die Mac hier haben alleine gelassen. So ein ganz, ganz geringer Prozentteil. So, beim Rest bin ich, glaube ich, achso, das sind aber auch die Freunde, die das gespielt haben. Nee, das ist die Allgemeinheit, oder? Genau, das ist die Weltstatistik, ja. Ja, ich glaube, sonst haben wir, naja, fast. Das Album, nichts, okay. Ist auch. Ja gut, die ist wahrscheinlich nicht mehr hochgegangen. Okay. So, Gravius-Turmspringer. Oder halt gar nicht reingegangen. Nur 1%, okay, immerhin. Ja. Mein stand ja auch relativ offensichtlich da. Also, okay, ja gut, weil es halt nicht über Steam läuft. Gut, ja. Das soll es für die Folge gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal dann wieder mit dabei. Bis dahin, ja, schau mal, was es noch wird. Also, die Minenarbeiterin, hat die vielleicht auch die Gabe? Wer weiß. Gucken wir mal, was das hier für eine Verschwörung nachher wird. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Macht's gut und ciao, ciao.